Willkommen zum King Kalle Teil 2 Reaction. Wir gucken uns heute mal ein bisschen die Oldschooler an, die Night of Champions 2002, wo Marco so abartig gigantisch aussah. Und dazu kann ich ja dann auch mal ein, zwei Worte sagen. Im letzten Video haben wir uns ja über Veganer unterhalten und das angeguckt. Das sieht absolut nicht vegan aus. Also das ist... Das sieht schon ziemlich gefährlich aus. Das war schon krank, die Form. Ich war ja selber bei dem Wettkampf auch gewesen. Können wir ja nachher noch mal kurz einblenden vielleicht, wo sie das Line-Up vorstellen. Das live zu sehen war natürlich brachial. Der sah einfach schlimm aus, der Typ da. Markus ist ja nur ein Stück kleiner und war tatsächlich um einiges schwerer wie ich. Und dann noch so eine Härte gebracht. Das war schon echt heftig. Also die Leute, denen ist auch so ein bisschen das Essen aus dem Gesicht gefallen. Die dachten, da kommt Godzilla auf die Bühne gelaufen, so ungefähr. Moin, Servus. Da gab es auch keine zwei Meinungen. Das Ding, das hat er ganz klar im Sack gehabt, obwohl im Vorfeld eigentlich angedacht war, dass sie den Bob Ciccarello gewinnen lassen. Deswegen natürlich auch immer die Spitzen mit Bob Ciccarello und was im Internet kursiert. Der war natürlich nur Lichtjahre weg. Also wie gesagt, den Bob, den habe sogar ich geschlagen. Ja, den, ne, nicht von der Platzierung her, aber ich war... Also gab es gar keine zwei Meinungen. Und deswegen, ich hatte ihn vor der Show gesehen, da war er schon zuversichtlich. Er wusste auch, dass er dann endlich mal dran ist. Er hat ja die ganzen Jahre zuvor schon immer auch so ein bisschen auf den Sack gekriegt. Und da gab es dann keine zwei Meinungen. Das haben dann auch die Judges oder der Head Judge, Vendemilia war das, glaube ich, der hat das auch im Vorfeld dann schon so mal reingeworfen, dass heute gut aussieht. Völlig verdient gewonnen. Wie gesagt, mit der Form wäre Mr. Olympia gewonnen, ganz klar. Also da hätte er das konservieren können, beziehungsweise nicht konservieren kannst du sowas nicht, aber hätte er das nochmal gebracht im Herbst, dann hätte Ronny das Ding abgenommen, glaube ich, bin ich der Meinung, in diesem Jahr. Ja, das war seine Primetime, das war seine beste Form ever und das mal so. Das ist so weit weg von diesem Kindergarten-Bodybuilding, über das wir uns hier tagtäglich auseinandersetzen müssen oder unterhalten. Das ist wirklich eine komplett andere Liga. Also Respekt an Markus, wie der das durchgezogen hat. Das war auch die Zeit, wo wir noch den gleichen Coach hatten. Und wie gesagt, Markus hat wirklich gearbeitet wie eine Sau. Also das war ein Schwerstarbeiter. Weil der war so fixiert und so fokussiert. Da gab es kein Links und Rechts, da gab es keine Freunde, da gab es kein freundliches Wort. Der war wirklich in seinem Film drin. Und wenn man das mal selber so durchlebt hat, dann kann man natürlich das auch verstehen, warum man denn so ist, ne? Und warum man teilweise abweisend ist oder sich den Freundeskreis auf ganz klein reduziert, weil man einfach die Interessen, die gehen so weit auseinander mit den normalen Leuten oder selbst mit normalen Sportlern, weil du lebst so fokussiert. Da ist der ganze Tag durchgeplant. Das ist wirklich, also 24-7 ist kein Spruch. Da ist das Schlafen ausgerechnet, da ist alles getimt. Also jeder Furz, jeder Schiss, alles ist da getimt. Und so hat Markus halt gelebt oder so haben wir damals gelebt. Und deswegen sind auch solche Ungetüme entstanden. Kann man ja ruhig so sagen. Ja. Kein wehleidiges, kein über irgendwas nachdenken, da kann was passieren oder dies oder das oder jenes, wie es heute halt ist. Die Kühe, ich lasse mal weiterlaufen, die Kühe war natürlich auch, der hat einen hohen Bizep ausgefahren, das Ding, das war echt, ich glaube, das schlimmste Bizep ever. Da hat er auch seine Rückenansicht im Griff gehabt, alles, da hat alles gestimmt den Tag, das war echt. Ja, Wahnsinn. Guck mir sowas echt gerne an. Dann natürlich noch die richtige Mucke dazu, Rammstein. Das unterstreicht das natürlich nochmal, was man da will. Und wenn man so ein Klotz ist, da kannst du jede Hardcore-Mucke abspielen, die du willst. Das wirkt einfach. Die Brust, die Oberbrust, die Oberbrust. Die wiegt ja nur alleine die Oberbrust, die wiegt schon so viel wie so ein halber Veganer, Alter. Der ist so krank. Ja. Das ist echt schön, sowas zu sehen. Das ist für mich halt Bodybuilding, ne? Dafür haben wir gelebt, für den Scheiß. Geil. Ja, wie gesagt, on point. Das ist on point. Ha ha.
Ja, wie gesagt, ich war ja nur selber live dabei. Die Leute, die sind so abgegangen, die sind so ausgeflippt. Sowas haben die ja noch nie zuvor gesehen. Da darf man nicht vergessen, so eine Freakigkeit haben die vorher noch nie in ihrem Leben zu Gesicht bekommen. Das war schon, wo der rausgewackelt ist. Da sah aus wie so ein Roboter, Alter. Das war so krank. Feier ich total den Scheiß, ne? Genau. Darren Charles startet jetzt bei bei der Masters Mr. Olympia in der Classic Physik. Tom Prinz, absolutes Vorbild. Gustavo Badel war auch einmal Dritter gewesen beim Olympia. Puerto Ricaner. Mustafa Mohamed auch, ein begnadetes Talent, hätte viel mehr aus ihm machen können. So, Tom Prinz. Das war mein großes Vorbild damals gewesen, Tom Prinz. Er war auch abartig. Melvin Anthony ist jetzt auch ab und zu beim Podcast bei Dennis James zu sehen. Er hatte eine längere Haftstrafe gekriegt, die hätte jetzt eigentlich noch nicht zu Ende sein dürfen. Er ist aber trotzdem draußen. Vielleicht war er nett gewesen, zu wem auch immer. Zu den Insassen nicht, wenn denn er zur Behörde. Ja, keine Ahnung. Also Melvin Anthony, einer der begnadetsten Poser, die wir hatten. Könnt ihr mal euch auf YouTube eine Posenkür rausgoogeln. Melvin Anthony, der wie eine Schlange, der konnte alles. Der konnte Breakdancen, der konnte sich bewegen. Das war ja, geil und hat eine sehr, sehr gute Linie gehabt. Ne? War ein cooler Typ, mit dem war ich allen cool. Da ist Ole Bob. Ja, und wenn ich den Bob so sehe, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dass ich den Tag nicht geschlagen habe. Weil das war einfach nur Politik. Keine Ahnung, warum die den so weit vorne sehen wollten. Beine waren scheiße. Also Markus hat den regelrecht aufgefressen. Ja. So, jetzt kommt der Nächste. Da ist Markus. Ja, sieht man schon eine ganz andere Qualität. Ach, Greg Tide ist auch noch dabei. Greg Tide ist der Mörder. Den habe ich mir auch gut verstanden immer. Die haben ja da irgendwie mit seiner Braut zusammen eine Alte umgelegt und haben lebenslänglich gekriegt. Hier, Johannes Eleftheriades ist sogar noch dabei, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, tatsächlich, Johannes war auch dabei, auch ein gutes Bild abgegeben. Ja, die haben uns Deutsche da auch sehr hart, aber die haben uns Deutsche da komplett beschissen. Komplett. Aber wenn ihr euch mal generell das so anguckt, das Line-Up, nur Ochsen hier, Paul Dillett. Wie der Bob da aussieht, der Markus. Der muss ja so scheiße vorgekommen sein. Aber egal. Aber dafür ist er die Stimme des Bodybuilding und den Job, den macht er wirklich sehr gut. Also da ist er echt professionell. Er moderiert nämlich immer große Veranstaltungen. Guck mal, die Bähnchens. Die kleinen süßen Beine. Gar kein Beinbeuger dran, nix. Nicht vorhanden, das Ding. Aber dafür sitzt die Frisur. Na, Unterrücken hat er mal gut gezeigt, das Ding. Da habe ich, glaube ich, das war auch der Wettkampf, wo ich Tom Prinz gesehen habe. Und der war ja immer, wie gesagt, so ein Riesenvorbild von mir, weil der hat so einen abartigen Arm dran gehabt auch. Ich habe den auch mal auf Season gesehen, das war echt schlimm. Leider ist er jetzt bloß noch so, Dialyse. Oder ist er nicht sogar gestorben? Doch, ist er sogar gestorben? Weiß ich gar nicht. Ja, war aber auch so ein, war in der Betreuung von Chad Nichols gewesen. Da gab es einige nicht so schöne Sachen hinterher mit Athleten. Nenne ich es mal vorsichtig. Ich verstehe gar nicht, warum die den Darren Charles da in den Vergleich mit reingehauen haben. Der passt ja gar nicht zum Markus. Worauf wollte ich nie hinaus? Achso, Tom Prinz. Da dachte ich, oh Alter, ey, was für ein krasser Typ. Aber den schlägst du heute, der ist heute nicht in Form. Der sah so soft aus. So. Dachte ich, den habe ich heute, heute habe ich. Und dann steht er so im Line-Up vor mir. Ihr seht ja hier, wir haben ja dann zwei oder drei Reihen gestanden hintereinander. Und dann hat er vor mir mal so kurz geflext. Da dachte ich, ich war blitz getroffen, was war denn das jetzt? Wo der geflext hat, da war alles da. Da war sofort alles da. Hat er relaxed gestanden,
sah der aus wie total außer Form. Ja, und dann ist der vorgegangen und dann hat er da sein Ding gemacht. Ich weiß gar nicht, was der für eine Platzierung gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob Ronnie Rockel dabei war. Das bei der jetzt. Ich war ja bei einigen Night of the Champions. Ja, jetzt mit direkter Vergleich mit Paul Dillett. Paul Dillett auch, konnte seine Posen nie halten, hat immer rumgewackelt, rumgezappelt, als ob er gleich einen epileptischen Anfall kriegt. Hat auch immer so 3 bis 4 Wochen vor dem Wettkampf seine beste Form gehabt. Also so, der sah so schlimm und abartig aus. Ein Riesentier mit einem Riesenarm und einer Riesenerscheinung, deswegen haben sie ihn auch Godzilla genannt, glaube ich, damals. Aber konnte sich nicht verkaufen im Wettkampf, hat es nicht hingekriegt. Obwohl der so ein Monsterpotenzial hatte. Die Rückenansicht, die sah halt immer scheiße aus, weil es den Latt immer so in die Schultern reingezogen hat von ihm. Ja, das war geil, da war noch Spirit, das war noch richtig geiler Scheiß da. Mit solchen Monstern dort überhaupt zu stehen, so eine Ehre. Ja, Paul auch total schweinehart, richtig hart hat. Aber da hängt halt auch schon ein bisschen, trotz seiner Härte, der hat so einen Hautüberschuss im Rücken, dass er so eine richtige Falte unten drin hat, die er gar nicht weggekriegt hat. Gluteus, alles hart, gestreift. Geil. Aber wie gesagt, Markus hat das Ding dominiert und damit können wir es auch stehen lassen. Ihr habt meinen Kommentar dazu gehört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Ken Kalle.